Hallo Leute, wie geht's euch? Wir machen heute Interviews mit Menschen in den Straßen von Benediktbeuern. Ja, los geht's! Und wie heißen Sie? Janka. Ich heiße Jana. Küster. Du? Jochen. Erholen Sie sich hier? Mhm. Nein, ich wohne in Kochel. Also ich arbeite hier und habe hier studiert, unten im Kloster. Wir wohnen in Deutschland, aber an der Küste, an der Nordseeküste. Okay. Also weiter weg. Ja, wie finden Sie Benediktbeuern? Wie ich Benediktbeuern finde? Ja. Ich bin in Benediktbeuern nicht zu Hause, weil ich bin von Pichel. Ja, also du... Aber beide Orte sind... Ich finde Benediktbeuern schön. Ja. Ja, schon schön. Klein, übersichtlich. Sehr schön. Schön, ich lebe seit 30 Jahren hier. Ja, das ist schon. Und wie finden Sie die Kloster? Sehr schön. Ja. Steht für Benediktbeuern. Ja. Sehr schön. Ist ja über 1000 Jahre alt. Also schon was Besonderes. Ja. Wie finden Sie das? Das ist schön und das ist... Durch das, dass wenig Leute dort sind, ja, oft kann man sich da sehr gut hineinsetzen und Ruhe eine gute halbe oder auch ganze Stunde verbringen. Ja. Das Kloster hier finde ich sehr beeindruckend. Ja, haben Sie Tipps für Benediktbeuern besuchen? Die Menschen, die Benediktbeuern besuchen? Das Kloster. Ja, das Kloster. Mit allem, was dazugehört. Das ist kulturell das Beste, das Schönste. Ja. Naja, natürlich das Kloster anschauen. Ja. Und ins Moos spazieren gehen, finde ich sehr, sehr schön. Ja, ja. Und hier sind sehr gute Eisdiele. Ja. Jetzt im Sommer Schwimmbad? War der schon im Schwimmbad? Ja. Also wir wohnen jetzt in Garmisch-Partenkirchen. Das hat uns sehr gut gefallen. Mhm. Wir waren jetzt auf der Zugspitze. Das ist bei gutem Wetter auf alle Fälle ein Geheimtipp. Okay.